Die erste Begegnung war eigentlich bei den Demonstrationen von den 68ern. Und da wurde sie auch als Porträt durch die Straße getragen, mit Ho Chi Minh, mit Marx und Lenin und so. Und sie war die einzige Frau. Und sie sah eigentlich sehr traurig aus. Also sie sah überhaupt nicht so aus, wie ich mir eine Revolutionärin vorgestellt habe. Und das war so der erste Moment, was mich gereizt hat. Ja, das war diese Widersprüche, reizt mich ja immer. Und dann, gut, habe ich es wieder vergessen, ich wäre nie auf die Idee gekommen, von mir aus einen Film über sie machen zu wollen. Ja, vielleicht, ich hätte vielleicht gedacht, na ja, da muss ich erst mal 10 Filme machen und dann bin ich reif, sozusagen mich an sie ranzuwagen. Aber dann war das letzte Projekt von Rainer Werner Fassbinder. Und als er starb, ist der Produzent auf mich zugekommen. Er hat gesagt, du musst den Film machen. Ich habe gesagt, nein, nein, das ist unmöglich und ich bin noch gar nicht so weit. Ich hatte ja erst 4 Filme gemacht. Also meistens muss man ja erst mal ein bisschen zu einer Meisterschaft kommen, bevor man sich eben an so eine unglaublich wichtige Frau ranwagt. Aber dann hat er so insistiert und hat gesagt, du warst mit Fassbinder befreundet, du bist es ihm schuldig und du bist es ihr schuldig, denn du bist eine Frau. Und das hatte ich bis dahin noch nie gehört, dass das ein Vorteil ist, dass ich eine Frau bin. Ja, also das war und dann, ja, das ist halt so, wenn einmal so eine Idee in einen hineingepflanzt wird, fängt die an zu arbeiten. Ja. Und dann habe ich eben mich mit ihren Schriften beschäftigt und habe erst mal wirklich angefangen zu studieren. Also ich habe 2 Jahre erst mal studiert. Nee, ich habe noch damals gesagt, als der Fassbinder hatte ja schon ein Drehbuch geschrieben. Das heißt, er hat es nicht selbst geschrieben, sondern der Mertesheimer, aber der schon mit ihm auch die Maria Braun gemacht hat. Und er hatte es noch nicht bearbeitet. Aber das war so ein, eigentlich so ein Melodram, was die draus machen wollten. Ja? Also mit Sonnenuntergängen, in dem also die Menschen sich geküsst haben und solche Sachen. Und vor allem, keine einzige Rede war wirklich ihre Rede, sondern die hatten alle die Reden selber geschrieben, wohl aus der Angst heraus, dass das also nicht, sonst nicht so verstanden wird. Ja. Und als ich mich mit ihr beschäftigt habe, habe ich gemerkt, was sie für eine wunderbare Sprache hat. Also und das als Polin und wie gut sie Deutsch schreiben konnte. Und also wenn sie jetzt nicht gerade Politikerin oder so politische Schriften geschrieben hätte, hätte sie sehr wohl auch Schriftstellerin sein können oder Gedichte oder Roman oder so, weil sie eben so eine schöne Sprache hatte. Ja. Und dann habe ich natürlich erstmal die ganzen politischen Schriften und auch die Biografien und so gelesen und habe sie nicht darin gefunden. Also das war ja, also diese kommunistischen Schreiber, die haben ja Privatleben total ausgespart. Ja. Aber ich musste ja die Frau erkennen, ich musste ja etwas haben, woran ich mich sozusagen ranken konnte. Und das geht nun mal nur, wenn man auch die Person kennt. Ja. Und da habe ich zum Glück die ganzen Briefe einsehen können. Und zwar noch damals im Institut Marxismus-Leninismus. Bis dahin waren 2 Bände rausgekommen schon, aber alle anderen waren eben noch unveröffentlicht und lagen im Institut. Und ich habe einen Antrag gestellt, das war gar nicht so einfach, dass man da angenommen wurde. Ja. Aber da ich aus Versehen in einer Friedensbewegung mitgemacht habe im Westen, die aber, was ich nicht wusste, vom Osten finanziert wurde, von der DKP wurde das, und das hat, wurde mir aber verschwiegen, wir waren ja damals alle so friedensbewegt, also gegen die Aufstellung der Raketen in Ost und West. Und deswegen habe ich überhaupt nur die Erlaubnis bekommen, da reinzukommen. Das ist mir später gesagt worden, ja, weil ich so unschuldig, wie ich war, habe ich eben da mitgemacht und habe das nicht geahnt. Und viele westliche Wissenschaftler wurden nicht akzeptiert. Ja. Na gut, also da habe ich dann die Annelies Laschitzer kennengelernt, die Expertin, Rosa-Luxemburg-Expertin der DDR, und habe mich auch sehr rasch mit ihr angefreundet. Das ist halt so, wenn man sich selber, wenn man sich beide für dieselbe Person interessiert, ja, und dann immer weiter so in ihr Leben und in ihre Schriften reinkommt, ja, dass so viele Menschen gibt es ja nicht, die sich wirklich damit beschäftigen. Und dann freundet man sich eben auch an. Und sie hat mir sehr geholfen und hat mir Ratschläge gegeben, was ich lesen soll und so weiter. Aber für mich waren die Briefe eigentlich das Allerwichtigste, weil da habe ich sie gespürt. Und das ist ja
wenn man Briefe schreibt, und sie hatte damals, glaube ich, 2500 Briefe, ja, und das waren ja nicht alle, aber die, die eben erhalten waren. Und die gingen an Parteigenossen oder an Freunde. Und je nachdem, wer der Ansprechpartner war, hatte sie eben auch eine andere Sprache. Und da habe ich dann gespürt, was sie für ein Mensch war und was sie für ein komplexer Mensch war. Ja, und eben nicht nur so die, wie man sich das eben vorstellt, so eine wilde Kämpferin, sondern sehr, sehr starke melancholische Momente auch hatte und eben die, wie sie auch die ganze Zeit im Gefängnis überstanden hat. Auf der einen Seite natürlich wäre sie gerne draußen gewesen und hätte agitiert. Das wurde ihr versagt. Sie war ja in Schutzhaft dann. Aber sie hat ihren Freunden dauernd Mut gemacht. Also die draußen waren, sie war drin im Gefängnis und sie musste den anderen, die draußen waren, Mut machen. Ja. Und mein erster Titel war auch Die heitere Geduld der Rosa Luxemburg. Das haben wir dann fallen gelassen. Aber weil sie immer ihre Briefe unterschrieben hat, bleib heiter, bleib geduldig. Ja. Oder sei heiter, sei geduldig. Ich habe ja eine Szene in dem Film drin, wo sie mit dem Jungen schläft, dem Sohn von Clara Zetkin. Und während sie mit ihm schläft, die Haare so über ihn ausbreitet. Ja. Und da bin ich drauf gekommen, weil man sieht ja immer nur Fotos von ihr, wo sie die Haare hochgesteckt hat. Und wenn man das immer diese Fotos sieht, dann denkt man gar nicht drüber nach, wie sahen denn die Haare aus, wenn sie die nicht. Ja. Und da ist mir gekommen, dass es natürlich sicher wunderschöne, lange Haare waren. Dunkle, lange Haare. Und dass man damit auch was anfangen kann, gerade im Liebesspiel. Ja. Und da ich eben auch das Gefühl hatte, dass sie schon eine sehr sinnliche Person auch war und eine sehr freie auch. Ja. Also für die damalige Zeit, glaube ich, dass sie mit einem jungen Mann sich einlässt oder ihn zu sich holt oder er sich eben in sie verliebt und sie das akzeptiert wie den Sohn von Clara Zetkin, das ist ja doch eine unglaublich moderne Einstellung. Ja? Und wenn man so eine moderne Einstellung hat, ist man natürlich, denke ich mal, auch etwas freier im Liebesspiel und dann den Leo Jogosches hat sie ja nun wirklich sehr geliebt. Und ich denke mal, der war zwar ein bisschen verkopft, würde man heute sagen, der hat sich mehr so wirklich für die Revolution stark gemacht und wollte immer nur das eine und sie wollte eben beides. Sie war eine Frau und sie wollte auch beides, was man als Frau und als intelligente Frau vom Leben erwarten kann, nämlich einerseits seinen Kopf benutzen, ja, und andererseits aber auch seine Gefühle. Und da ist sie bei ihm nicht immer ganz so aufgenommen worden, wie sie sich's gewünscht hätte. Ja. Sie hatte eben beides und das hatte der Leo nicht so. Ich war damals natürlich auch in einer Phase, wo ich mich sehr für Frauen eingesetzt habe. Also wo wir das überwunden hatten, dass Frauen nur so Küche, Kinder und so weiter, sondern dass sie eben auch im öffentlichen Leben eine Stimme haben sollten und eine eigene Stimme und nicht nur immer dem Mann sozusagen angeschlossen werden. Auf der anderen Seite haben wir ja aber nun die Fähigkeit, Kinder zu bekommen. Das gehört zu unserem Wesen dazu. Und ich sah eben in ihr eine Frau, die alles wollte. Die wollte alles haben, alles, was sie hätte haben können. Und da ist eben ihr Leo dazwischen geraten, weil er wollte, dass sie nur kämpft und schreibt und für die Revolution da ist und der Revolution dient und nicht noch. Und er meinte eben, wenn du Kinder hast, dann kannst du das nicht mehr leisten. Ja. Und das war sicherlich ein großer Schmerz für sie, weil sie hat also oft in den Anfängen ihrer Liebesbeziehung in den Briefen oft geschrieben, dann werden wir Kinder haben. Ja. Es gibt zwei Stellen in dem Film. Wir wissen ja nun so viel mehr
was danach passiert ist. Sie war ja sehr gläubig. Die Geschichte war wie eine dritte Person, die alles besser wusste als die Menschen. Und die wird es schon richten und dass es zur Revolution kommt. Also sie war eigentlich eine Utopistin. Ja. Und wir wissen ja aber heute, wie es ausgegangen ist. Wir wissen, dass sie umgebracht worden ist. Wir wissen, was in dem Jahrhundert alles noch geschehen ist. Ja. Und da gibt es eine Szene, der Übergang von 1899 auf 1900. Und da hält Bebel eine Rede, also eine wunderbare Rede, aber eigentlich auch eben so eine positive Sicht auf die Zukunft. Das letzte Jahrhundert war das Jahrhundert unserer Hoffnung und das nächste Jahrhundert wird die Erfüllung dieser Hoffnung werden. Ja. Und hinter ihm, während er das sagt, wird ein rotes Bild hochgezogen, also rot Nelken, und auf diesem roten großen Fleck eine unschuldige 1900 in weiß. Ja. Und für mich ist das ein riesiger Blutfleck. Also er spricht von der Hoffnung und wir wissen aber, dass das Jahrhundert nicht die Realisation war, sondern die Zerstörung. Ja, und dasselbe habe ich versucht am Schluss des Films, wenn sie die Treppe runtergeht, also wenn sie schon von den Soldaten rausgezerrt wird aus dem Hotelzimmer und runter und dann eben zu ihrem Tod geführt wird, was sie aber ja noch nicht weiß. Und da ist ein langer roter Teppich, der also im Hotel runtergeht, über den sie runterschreitet. Und das ist für mich wie so der Blutstrom, der dann durch das ganze Jahrhundert durchgeht. Also da kann man im Film manchmal mehr sagen durch Bilder, als das, was man in der Geschichte selber als verbal unterbringt, ja. Ich fand das ja auch so sehr deutsch, dass sie sozusagen dreimal umgebracht worden ist. Also man hat ihr schon einen Schlag auf den Kopf gegeben, als sie rauskam aus dem Hotel. Dann ist sie zum Auto gebracht worden. Da hat man sie erschossen. Ja. Und dann hat man sie zum Kanal gebracht und reingeworfen. Also als ob das dreimal sein musste, so wie im Märchen. Ja. Jetzt komme ich noch einmal und dann nehmen wir jetzt und so weiter. Es musste dreimal sein, damit sie wirklich tot war. Also irgendwie hatte ich immer das Gefühl, die hatten solche Angst vor ihr und vor ihren Ideen natürlich, für ihrem Wesen, über ihre Persönlichkeit, dass sie dreimal töten mussten, um ganz sicher zu sein, dass sie wirklich aus der Welt geschafft hat und dann auch noch in den Kanal, wo man sie ja viel später erst gefunden hat. Also ich glaube, dass sie war sehr charmant. Also ich glaube, sie konnte die Menschen absolut begeistern und sogar um die Finger wickeln, ja. Also ich meine, sonst hätte man ihr auch nicht so zugehört. Die hat ja Reden gehalten, wie gesagt, über eine Stunde oder noch länger und die Leute waren begeistert. Also nicht nur, dass sie eben Temperament hatte. Ich meine, man kann nicht eine Rede halten, nur so eher als ganz abgezirkelt, sondern sie hat sich da wirklich, glaube ich, mit ihrem ganzen Wesen auch reinbegeben und das hat die Leute begeistert. Ja, und dann konnte sie natürlich auch sehr, ich glaube, sehr zärtlich sein und zu ihren Freunden sehr, sehr verständnisvoll. Das geht ja auch aus den Briefen heraus, dass sie immer so Anteil genommen hat an dem Schicksal der anderen, ja, und Trost gespendet hat und wirklich auch betrübt sein konnte und fast weinen konnte über das Schicksal anderer Menschen. Also, und das ist ja auch für mich das Erstaunliche gewesen, dass sie einerseits die Revolution wollte und auch vorangetrieben hat. Ja, und Revolution geht nicht ohne Töten daher. Das gibt es ja nicht auf der Welt. Ja. Und dass sie gleichzeitig eben so empfindsam war, dass sie das eigentlich nicht akzeptieren konnte, dass jemand stirbt. Ja. Das war auch zum Schluss, also für mich, sie ist ja dann, gut, man kann sagen, sie ist durch die lange Zeit im Gefängnis geschwächt gewesen, aber sie ist ja da mehrmals am Tag ohnmächtig geworden. Und da habe ich mir gesehen, was ist Ohnmacht? Das heißt, sie ist ohne Macht auch gewesen in dem Moment, ja. Und sie hat schon gemerkt, das wird nichts. Also die Revolution ist nicht durchzusetzen. Und das hat sie ohnmächtig gemacht und dadurch ist sie immer wie und gleichzeitig aber auch, dass sie diesen Widerspruch, den sie in sich selbst, ich meine, ich
sie ist ja einmal, hat sie angefangen zu weinen, weil ihre Katze einen Vogel auf dem Balkon erwischt hat und getötet hat. Das konnte sie kaum aushalten, da hat sie einen Herzanfall bekommen. Obwohl sie wusste, natürlich, Katzen töten Vögel, wenn sie können. Ja, also das ist eine natürliche Haltung, sagen wir mal, von der Katze einem Vogel gegenüber. Aber es hat sie fast nicht ausgehalten, weil sie beide liebte. Sie liebte ihre Katze und sie liebte Vögel. Ja. Und das jetzt übertragen auf eine Revolutionärin, wie kann das jemand aushalten, ja, dass eben Gewalt angewendet wird in einer Revolution, was ja sein muss. Sie ist ja nicht in all ihren Schriften veröffentlicht worden. Also gerade das, was sie über Demokratie geschrieben hat, das wurde ja lange Zeit verschwiegen. Und da hat ja die Annelies Latschitz ja auch darauf hingearbeitet, dass auch das von ihr bekannt wurde. Ja, aber ich glaube, die waren ihr nicht ganz so grün, die DDR. Sie konnten natürlich nicht ganz an ihr vorbei, aber ich glaube, sie haben lange gezögert, alle ihre Schriften zu veröffentlichen. Ja. Und ich habe mich dann auch ziemlich in die Nesseln gesetzt, als der Film im Forum gezeigt wurde, also im Forum von der Akademie der Künste. Da wurde ich angegriffen von einem sehr kommunistischen, reaktionären, würde ich jetzt mal sagen, Kritiker, dass ich die Gründung der Kommunistischen Partei nicht auch gezeigt hätte, ja. Und ich habe mich dann erklärt, warum nicht, das kann ich jetzt nicht alles sagen, aber ich habe einen Satz gesagt: Wenn sie nicht von den Freikorpssoldaten umgebracht worden wären, hätte sie kurz darauf Stalin umgebracht. Die hätte Stalin nicht überlebt, ja. Und das wurde mir dann also unglaublich nicht mir vorgeworfen, aber alle die mit mir in dem Saal waren und die sich nicht dagegen gewehrt haben, gegen das, was ich gesagt habe. Ja. Also ich weiß, dass der Honecker, die sogar die Annelies Laschitz sah, die mich verteidigt hat, entlassen wollte. Und alle aus dem Geschichtlichen Institut auch, weil sie nichts dagegen gesagt haben gegen mich. Ja. Und da hat der, wie hieß er noch, dieser Atlatus von Honecker, der auch mit H fing an. Hager, genau. Also da hat der Hager dann gesagt, das ist unsere einzige international bekannte Rosa-Luxemburg-Expertin. Wir können die nicht einfach weg raussetzen, ja. Das habe ich alles erst nach der Mauer erfahren, nachdem die Mauer geschafft, da habe ich das erfahren. Ich wusste gar nicht, ich bin ja wieder in den Westen gefahren, habe da so das gesagt, was ich sage. Und ich wollte auch, dass, wenn ich darüber rede, dass ich nicht so tue, als sei ich nur kritisch dem Westen gegenüber, ja, und unterwürfig der DDR gegenüber, sondern ich wollte schon zeigen, dass ich meinen Verstand in beiden Teilen Deutschlands benutze, ja. Und die anderen alle, die wurden dafür gestraft, weil ich so frei dahergeredet habe. Ja, also das hat mich im Nachhinein noch sehr nachdenklich gemacht, dass ich doch da auch meinen Kollegen von der Akademie der Künste, der das geleitet hat und der eben von der Filmabteilung war und der nicht eingeschritten ist, der mich einfach hat reden lassen, der wurde auch also zu so richtig also zum Pranger, an den Pranger gestellt, ja. Das war im Nachhinein doch und dann habe ich auch die Ausreise wohl nicht mehr die Einreise wurde mir nicht mehr genehmigt. Aber ich wollte gar nicht mehr. Ich hatte zu dem Zeitpunkt hatte ich keinen Anlass mehr, in die DDR zu fahren. Also das habe ich auch hinterher erst erfahren, dass ich auf diesen Ausspruch hin mir alles sozusagen untersagt worden wäre. Die wollten erst eine Koproduktion mit mir machen. Und da hat mich auch die Annelies Laschitz vorgewarnt, hat gesagt, mach das nicht. Wenn du hier, die wollen einen Sockelfilm von dir haben, ja, das wird dann so ein Film wie über Clara Zetkin, ja, und die greifen dann natürlich immer ein und du kannst nicht machen, was du willst. Das habe ich dann, dem bin ich auch gefolgt, also die DDR war nicht dabei. Dann waren sie sehr davon angetan, wollten den Film überall in ganz, ja, also irgendwie war natürlich
stand dahinter der Gedanke, dass Rosa Luxemburg zu Ihnen gehört und nicht zum Westen. Ja. Aber dann haben Sie gemerkt, wie die Menschen reagiert haben. Die haben Fragen gestellt. Da habe ich noch Angst bekommen für Sie. Ja. Würde Rosa Luxemburg heute, wenn sie heute leben würde, würde sie in der DDR leben? Solche Fragen habe ich bekommen. Da haben Sie mich natürlich sehr in die Enge gedrängt, weil ich wusste ja, was sollte ich sagen? Also ich wusste, dass in der DDR sicher nicht gelebt hätte. Aber die, die mir die Fragen gestellt haben, die haben sich ja damit auch in Gefahr begeben. Ja? Und ich wollte sie ja nicht, also da habe ich ein bisschen immer rumgeeiert mit meinen Antworten. Ja. Und da haben sie gemerkt, dass das eben doch eigentlich ein Film ist, der gefährlich ist. Für, ja, und haben ihn dann in einigen Städten gar nicht mehr gezeigt. Also zum Beispiel in Rostock ist er gar nicht, das weiß ich, das ist die, da wo Annelies Laschitzer herkommt, da ist er gar nicht mehr gezeigt worden. Ich habe ja dann oft, wenn in Weimar oder wo ich eben rumgefahren bin, habe ich ja hinterher mit den Zuschauern geredet und die haben Fragen gestellt. Und da stellte sich das immer heraus, dass da doch also irgendwie das nicht ganz so glatt vonstatten ging. Ja, also da, ja, das weiß ich noch. Ich weiß noch, als ich glaube, das war in Dresden, dieses Riesenkino, wo die Premiere war. Und die hatten mir schon vorher gesagt, hinterher gibt es ein Gespräch, also mit nur wenigen Leuten, ausgesuchten Leuten, und das machen wir dann in einem Nebenraum. Und das Kino war enorm. Ja, also waren, ich weiß nicht, wie viele Leute da drin waren. Und nach der Vorstellung bin ich eben auch raus und habe mich verbeugt und so weiter. Und die Leute gingen nicht. Die blieben sitzen. Die wollten da mit mir reden. Ja? Und ich habe gesagt, wollt ihr hier gleich mit? Ja, ja. Und die Offiziellen, die sind also verrückt geworden, die gingen dann immer rechts und links in den Gängen und haben gesagt, da hatte ich noch hohe Absätze, sie können das doch gar nicht aushalten, sie sind doch viel zu müde mit den hohen Absätzen und so. Ich habe gesagt, nee, also wenn ich schon einen Film über Rosa Luxemburg mache, dann muss ich das wohl aushalten. Ne? Die hat so oft vor Menschen gestanden und lange geredet, eine Stunde, zwei Stunden, und da soll ich das hier nicht aushalten. Und dann haben sie also immer versucht, mich irgendwie da, aber sie konnten ja nicht auf die Bühne. Sie konnten mich nicht von der Bühne wegzerren. Ja? Und das war die List von mir. Und daran haben sie natürlich gemerkt, dass die Menschen irgendwie das doch anders gesehen haben als sie selber. Die war völlig verschrien natürlich, also nicht bei den 68ern und nicht bei den Linken, aber sonst, es gab ja sogar eine Zeit lang eine Briefmarke mit ihrem Porträt drauf. Und es gab Menschen, die haben abgelehnt, die Briefe, die sie an sie gerichtet waren, anzunehmen, zu akzeptieren, nur weil das Porträt von Rosa drauf war. Und sie hieß ja bei uns auch die rote und blutige Rosa. Ja. Und das war eben auch mein Begehr sozusagen oder mein Wunsch, dass ich dieses so falsche Bild von ihr irgendwie richtigstellen könnte. Ja. Das ist mir auch gelungen. Im Westen war der Film ein richtiger Erfolg auch. Damals war bei uns ja eben die Friedensbewegung sehr stark und sie hat ja sehr, sehr viel für den Frieden und gegen den Krieg geredet. Und ich habe mich sehr stark auf diese Reden und von ihr konzentriert. Ich meine, sie hatte ja auch gegen die Gewerkschaften und so, sie hat ja sehr viel Streit gehabt. Sie hatte überhaupt keine Angst gehabt, sich zu streiten. Ja. Da gab es sicher andere Themen, die man auch hätte bearbeiten können, aber ich habe mich natürlich sehr stark darauf konzentriert, um den Film auch ein bisschen in unsere Gegenwart hineinzubringen. Ja. In Saarbrücken habe ich mit La Fontaine diskutiert nach dem Film. Und der war natürlich ganz auf Bernsteins Seite. Und den habe ich ja porträtiert, ein bisschen lächerlich gemacht. Allerdings in der Feier da zur Silvester, ja, wo sie ihm sagt, dass ich kann nicht mit ihnen an einem Tag polemisieren und am anderen Tag mit ihm tanzen. Und das war natürlich auch wirklich ihre Haltung. Ja. Sie war da sehr konsequent.
Also sie hat, das hat mich an ihr eben auch so fasziniert, dass sie das gelebt hat, was sie gesagt hat. Und das ist ja bei Politikern nicht immer der Fall. Ja? Die tönen also nach außen, was das für fortschrittliche und großartige Perspektiven sein müssten für die Menschheit. Und wenn man dann sieht, wie sie selber leben, das ist oft eine sehr große Diskrepanz. Ja? Und feige sind sie dann auch noch. Und das war Rosa eben auch nicht. Ja, sie sagte, ein Ja muss ein Ja sein und ein Nein, aber nicht da. Immer so dazwischen rumlavieren. Ich habe ja damals, nachdem ich der Film dann rauskam, plötzlich auch bei uns eben in den Buchläden auf einmal waren, alle ihre Schriften zu bekommen, was vorher nicht der Fall war. Also mir ist es wirklich mit dem Film gelungen, sie irgendwie doch wieder bekannt zu machen und dann auch interessant. Und die Menschen haben sich ihre Schriften gekauft und das war das, was mich am meisten befriedigt hat, ja. Und die gibt's ja auch alle noch, die Schriften. Also man kann ja wieder, gut, das ist natürlich zum Teil auch veraltet, wenn Sie so wollen, ja. Aber ich glaube, da gibt's noch ganz viel, was man wieder hervorholen kann, wo man sich auch wieder mit identifizieren könnte heute. Zumindest mit ihrer Haltung und ihrer Integrität, mit ihrer Integrität. Ich habe damals natürlich nach Menschen gesucht, die sie noch gekannt haben, die sie persönlich gekannt haben. Und da habe ich zwei Menschen noch getroffen. Einmal die Rosi Fröhlich, die Frau von dem Fröhlich, Paul Fröhlich, der dann ja auch die Biografie geschrieben hat. Da war aber auch nicht viel Persönliches drin, muss ich sagen. Aber zu ihr bin ich gekommen, da war sie schon auch an die 90, glaube ich. Und sie hat mir das Foto gegeben von Rosa Luxemburg als Geisha. Und das hatte ich nie vorher gesehen, es gibt auch sonst nirgends. Und ich war natürlich sehr erstaunt, habe gesagt, wie kommt das zustande? Und dann sagte sie, ja, wir haben von der Partei aus, wir haben Parteifeste gemacht und da haben wir uns verkleidet. Und da sie so klein war und auch so diese schönen schwarzen Haare, hat sie sich als Geisha verkleidet. Und darauf bin ich auf die Idee gekommen, dieses Fest, Silvesterfest zu machen, wo sie ja dann die Geisha ist. Ja. Und sie hat mir auch nicht mehr so viel erzählen können. Sie war ja Schülerin bei ihr, als sie an der Schule unterrichtet hat. Und das Problem mit diesen alten Menschen, die damals, als ich sie befragt habe, eben schon alt waren, war, dass sie noch so ein riesiges Leben danach geführt haben. Ja? Und ich musste immer wieder darauf sie bitten, also bitte wieder zu Rosa zurück. Aber die wollten mir natürlich immer ihr ganzes Leben erzählen. Ja? Na gut, also das war so ein kleines Detail. Und dann habe ich einen Anarchisten, leider habe ich seinen Namen vergessen, der sie auch kannte. Und der hat mir die Sache mit der Katze erzählt, dass sie die Katze so trainiert hat, dass sie mit ihr zusammen am Tisch essen konnte. Und er hat mir sogar gesagt, sie hat sie so trainiert, dass sie wie ein normaler Mensch auf die Toilette geht, also auf die Kloschüssel. Ja, das wollte ich natürlich nicht zeigen, hätte ich auch mit einer Katze nicht hinbekommen. Die sind ja sehr, sehr schwer zu dressieren. Ja. Also das wäre mir sicher nicht gelungen. Schon mit dem Essen am Tisch, das war schon sehr schwierig für den Trainer, weil es hat sie dann einmal gemacht und dann nie wieder. Wir konnten das also nur einmal drehen, ja. Aber so rührend, ich fand es so, deswegen wollte ich das auch unbedingt im Film drin haben. Also diese Einsamkeit auch auf der anderen Seite von ihr. Ja. Da sitzt sie mit der Katze und isst mit ihr zu Abend und hat sonst niemand um sich herum mehr. Also das, auf der einen Seite diese unglaubliche Begabung, Menschen und Massen für sich einzunehmen und zu begeistern. Ja. Und dann diesen Rückzug in die Einsamkeit oder in das Alleinsein. Und deswegen hat sie das auch, denke ich mal, im Gefängnis gut ausgehalten. Sie konnte allein sein. Ja. Also manche Menschen gehen ja dabei unter, wenn sie so wenig Anspruch oder wenn sie eben so eingesperrt sind. Aber dazu war sie fähig, weil sie eben so ein sehr starkes Innenleben auch hatte. Ja. Zum Schluss war sie müde. Ich glaube,
Dieses lange Warten im Gefängnis auf den Moment, wo es losging, dann ist es in Russland losgegangen, die Revolution. Das war der Moment, wo sie eben ein Leben lang drauf ja hingearbeitet hat. Dann kommt sie raus und sie gibt sich total dem hin. Und dann merkt sie, nein, es ist noch zu früh, das wird nichts. Also das sagt sie ja auch, sie wollte ja auch, dass das also wirklich ein Volksaufstand, ein wirklicher Volksaufstand wird, ja, dass das Volk bereit ist. Ja, und das hat sie gemerkt, dass die eben noch nicht bereit waren. Und da wollte sie sich zurückziehen. Und das hat sie natürlich sicherlich unendlich geschwächt. Also nicht nur, dass sie eben schon geschwächt war von diesen Jahren im Gefängnis, sondern diese Enttäuschung hat sie sicher. Also insofern haben die eine desillusionierte Frau umgebracht, obwohl sie sicherlich im nächsten Moment schon gleich wieder weitergemacht hätte. Sie hatte ja die Kapazität, also zwar dann sehr mitgenommen und verzweifelt und dann aber wieder sozusagen sich selber an die Hand nehmen und wieder an die Geschichte glauben. Also wieder die Utopistin, die dann doch wieder gesiegt hätte, vielleicht. Ich habe mich sehr schnell, ist sie mir nahe gekommen, nachdem ich ihre Briefe gelesen habe. Also diese Empathie, die sie mit anderen Menschen hatte auch. Und auch natürlich mit Tieren und Pflanzen. Also so dieses übergreifende Liebe zur Welt eigentlich, ja. Das ist für mich sehr wichtig gewesen. Was ich bei den anderen, da hat es etwas länger gedauert. Also bei Hannah Arendt hat es viel länger gedauert. Ja. Sie war eben nicht nur die Revolutionärin, sondern sie war eben auch eine der ersten Jüdinnen, die dieses Schicksal erlebt hat, was nachher eben so viele andere ertragen und mussten. Also da ist sie auch irgendwie stellvertretend für das ganze Leid dieses Jahrhunderts, ja, was dann noch kommen sollte, was man da natürlich noch nicht wusste, dass es sein würde. Also ich denke, sie hat es natürlich, sie musste ja damit rechnen, dass man sie irgendwie umbringen will. Also das war sicherlich gleichzeitig, aber doch nicht. Also ich habe das, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen hatte oder ob ich das ausgedacht hatte, ich glaube, ich hatte es irgendwo gelesen, dass sie, wenn der Papst, der ja kommt und sie da verhört, zum Schluss im Hotel Eden, ja, und dass sie dann fragt, in welches Gefängnis werde ich gebracht. Also sie hat gedacht, na ja, klar, das kenne ich ja schon alles und man nimmt mich fest, man steckt mich wieder ins Gefängnis, da muss ich dann wieder ein bisschen ausharren, dann komme ich vielleicht raus und kann weiter agitieren. Ja, also sie hat nicht damit gerechnet, dass das der Moment ihres Todes sein würde. Jüdisch zu sein war ihr gar nicht wichtig. Da hat sie aber eigentlich gar nichts mit am Hut gehabt, hätte sie so gesagt. Also sie hatte ja auch Humor, also insofern hat sie auch manchmal sich etwas flapsig ausgedrückt. Ihr war wichtig, Internationalistin zu sein und ihr war wichtig, die deutsche Staatsangehörigkeit zu bekommen. Denn sie ist ja in eine Scheinehe eingegangen in der Schweiz, nur um die deutsche Staatsangehörigkeit zu bekommen, weil sie in der Sozialdemokratie, das war nun mal die stärkste Partei damals, ja, man hat ja gar nicht damit gerechnet, dass die Revolution in Russland stattfinden wird. Alle haben geglaubt, das geht von Deutschland aus. Und deswegen wollte sie in Deutschland mitarbeiten. Ob sie die Deutschen immer sehr geliebt hat, das weiß ich nicht. Ich erinnere mich an eine Zeile in einem frühen Film, in eine Zeile, die sie geschrieben hat an Leo Jogeschis in einem Brief, da schreibt sie, von den Deutschen werden wir uns fernhalten. Also ich glaube, so richtig geliebt hat sie sie nicht, aber sie war eben Revolutionärin genug, um in dem Land arbeiten und kämpfen zu wollen, an das sie geglaubt hat eben. Und ich meine Hegel und alle die Vordenker, die das ja auch eigentlich auf Deutschland bezogen haben.